1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Baden-Württembergs Integrationsministerin Bilkay Öney, SPD, hatte sich schon einmal wegen kritischer Äußerungen zu einem angeblichen Tiefstart in Deutschland in die öffentliche Diskussion gebracht. Heute nun stand sie wegen eines neuerlichen Statements im Kreuzfeuer der Parteien im Stuttgarter Landtag. Der Grund: die Ministerin soll die CDU türkischen Medienberichten zufolge als rassistisch bezeichnet haben. Für die Christdemokraten Anlass genug für einen Entlassungsantrag. Im Zentrum der heutigen Aufmerksamkeit stand Integrationsministerin Bilkay Öney. Mit nahezu ausdruckslosem Gesicht verfolgte sie das Geranke um ihren Posten. Ein türkisches Internetmagazin hatte veröffentlicht, dass die Ministerin die CDU für Türken- und Türkeifeindlich halte und sich selbst einer Anti-Propaganda-Kampagne durch die Christdemokraten ausgesetzt sehe. Prompt holte die CDU heute zum Gegenschlag aus und forderte die sofortige Entlassung von Öney. Aufgrund wiederholt verbaler Entrückungen sei sie schlicht nicht mehr tragbar. Sie unterstellen der gesamten CDU durch ihre Aussagen Fremdenfeindlichkeit gegenüber Türken und auch gegenüber dem türkischen Staat. Das ist schlichtweg ein Skandal. Sie treiben einen Keil in unserer Gesellschaft, wenn Sie behaupten, Sie selber würden wegen Ihres türkischen Hintergrundes diskriminiert. Und nicht nur das, so Haug. Statt eine Integrationsministerin für alle zu sein, wendet sich die Ministerin doch hauptsächlich den türkischen Migranten zu. SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedel sieht rot. Das gehe eindeutig zu weit. Wissen Sie, was Sie damit unterstellen? Sie unterstellen ihr und damit allen, die aus der Türkei eingewandert sind. Ja, natürlich. Das ist doch das, was dahinter steckt. Sie unterstellen, dass sie eine gespaltene Loyalität hat. Das ist doch das, was dahinter steckt. Als unbegründet und unzureichend stuft die Fraktionsvorsitzende der Grünen die Begründungen für den Rauswurf der Integrationsministerin ein. Im Kern werfen Sie der Integrationsministerin vor, dass sie die CDU kritisiert hat. Und ich kann nur sagen, wenn jetzt alle Minister, die die CDU kritisieren, mit Entlassungsanträgen rechnen müssen, dann werden wir ja vergnügliche kommende Monate haben hier zusammen. Die FDP treibt indes den Vorwurf der CDU, die Ministerin leiste nur einseitige Integrationsarbeit, noch weiter auf die Spitze. Dieses ganze Ministerium hat in 2,5 Jahren nicht so viel geleistet wie damals der Ausländerbeauftragte Goll mit 3 Leuten in 2,5 Wochen. Das ist die Bilanz dieses Ministeriums. Hinzu kämen immer wieder verbale Fehltritte, wie beispielsweise ihre Aussage zum tiefen Staat. Jetzt sei das maßvoll, deshalb werde man dem Antrag der CDU zustimmen und fordere auch dringend eine Stellungnahme vom Ministerpräsidenten. Die persönlichen Äußerungen der Ministerin, welche auf dubiose Weise im Internet auftauchten, seien zwar kritikwürdig, dennoch aber nicht ausreichend für eine Kündigung, konterte Kretschmann. Privat Geäußertes könne nicht immer politisch korrekt sein. Ich denke nur mal an den Kollegen Brüderle, was der so am Tresen schon alles erzählt hat. Seien wir mal bitte so gut. Es ist natürlich immer schlecht und peinlich, wenn sowas rauskommt, das ist klar. Aber wenn wir das anfangen, zum Maßstab unserer politischen Auseinandersetzung zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denkt mal alle darüber nach, das kann nicht zu nichts Gutem führen. Stattdessen habe er den dringlichen Rat, bei der politischen Diskussion besser beim Kern der Sache zu bleiben. Öney selbst hatte bereits gestern verlauten lassen, sie werfe der CDU nicht vor, eine rassistische Partei zu sein und bedauere es, sollte dieser Eindruck entstanden sein. Die Abstimmung am Ende der Debatte brachte der CDU schließlich keine Zweidrittelmehrheit. Der Antrag wurde deshalb schließlich abgelehnt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat heute die Klagen mehrerer Gemeinden gegen die Ablehnung als Gemeinschaftsschulstandort verhandelt. Ziel ist es, die Genehmigung der Anträge und damit die Gemeinschaftsschule für das kommende Schuljahr zu bekommen. Das Kultusministerium hatte zuvor mit der Begründung abgelehnt, dass es zu wenig Schüler gäbe. Die Gemeinden jedoch befürchten, ohne weiterführende Schule unattraktiv für junge Familien zu werden. Ein Urteil ist bis Redaktionsschluss nicht gefallen.
Ab dem Schuljahr 2014/15 sollen Schüler in Baden-Württemberg auch an Realschulen einen Hauptschulabschluss machen können. Die Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren findet die Pläne des Kultusministeriums gut, denn die Schülerschaft an den Realschulen habe sich seit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung stark verändert. Ziel des Kultusministeriums ist es, den Schülern mehr Abschlussmöglichkeiten zu bieten und dadurch die Zahl der Schüler ohne Abschluss zu verringern. Warnstreiks unter den Busfahrern des Regionalverkehr Alb-Bodensee, RAB, haben heute Morgen in Tübingen, Ulm, Friedrichshafen und Weingarten zu Ausfällen im Schul- und Berufsverkehr geführt. Bis 9 Uhr, in Ulm sogar noch eine Stunde länger, hatten die Fahrer die Arbeit niedergelegt. Grund für den Streik war die Forderung der Arbeitgeber nach Änderungen in den bestehenden Tarifverträgen. Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen ist es im ganzen Land sonnig und trocken bei leichter Bewölkung im Osten. Nur im Süden kann es zeitweise zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte belaufen sich auf 24 Grad in den Höhenlagen der Schwäbischen Alb und 30 Grad im Fränkischen. Am Samstag kann es am Bodensee und im Breisgau gewittern. Im übrigen Land ist es trocken, bei teils blauem Himmel, teils leichter Bewölkung. Im Badischen steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad an. Im Nordschwarzwald liegen die Höchstwerte bei 25 Grad. Die Geschichte der Textilindustrie und der Buntweberei Brennet gibt es auf rund 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Textilmuseum in Wehr zu sehen. Dargestellt in kleinen Szenen und mit originalgetreuen Maschinen soll hier Geschichte lebendig werden. Geöffnet ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Eine Einführung in die Astronomie bekommen Sterngucker und solche, die es werden wollen, im Planetarium in Mannheim. Einsteiger haben unter dem Motto Expedition Weltraum die Möglichkeit, astronomische Grunderfahrungen zu sammeln. Thema der Veranstaltung ist der nächtliche Sternhimmel. Dort erfahren die Zuhörer alles über Ereignisse wie die Sonnenfinsternis und Kometenerscheinungen. Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten finden Sie unter www.planetarium-mannheim.de. Blatt für Blatt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.